Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Feng Min. Ja, und ich spiele auf Zuschauer und Wunsch mit den Perks Nachsorge, entschlossener Anfänger für das Volk und Sprintboost. Und mal schauen, wie wir uns damit schlagen werden. Okay, wir spielen gegen den Doktor. Oh, ich wollte gerade meinen Skillcheck machen, ne? Gerade den Skillcheck für entschlossener Anfänger, den wollte ich zünden. Aber das ging nicht. Okay, wir laufen noch mal ein Ründchen. Ja. So, ja. Du hast einen schönen Schock. Der wird aber einen weiten Schock, ne? So, dann hier rein. Hier rum. Okay, hier drüber. So, nach hier unten. Okay, und jetzt hier lang. Denn der schockt schon in diese falsche Richtung. Ah, und jetzt kriege ich den Schlag. Okay. Ja. Sehr schön. Und ich sollte es schaffen. Wunderbar. Und bin weg. Okay. So, da gut, damit konnten wir ihn eigentlich ganz gut aufhalten. Jane, pass auf. Ah, jetzt chockt er die Jane die ganze Zeit. Immerhin, Yuichis Gen ist gleich durch, Michaelas Gen. Diese arbeiten an dem gleichen oder an zwei verschiedenen? An dem gleichen. Okay, an meinem, an dem ich dort oben schon angefangen hatte. Okay, dort hinten. Na gut, ist auch gut, dass wir den Gen haben. Gerade diese beiden Gens, ne? Die kann der, also das ist halt so der Mittelraum. Ne? Hier kommt man von dem einen Flügel in den anderen. Und wenn hier halt zwei Gens sind, dann ist das super anstrengend, weil der Killer diese zwei Gens relativ einfach verteidigen kann. Oder halt auch sehr leicht einsehen kann. Und dann, wenn da noch ein Generator in der Nähe ist, dann ist das schon sehr nervig. Darum gut, dass die beiden den Gen dort oben durchgezogen haben. So, Jane wird weiterhin gejagt. Okay. Und er jagt mich wieder anscheinend. Tritt gegen den Generator. Frech. So, ich behandle mal meinen Wahnsinn. Ja, ich denke, dass wenn er kommt, dann von der Seite, aber ist nicht verkehrt, beides im Auge zu behalten. Okay, er hat jemanden gegriffen. Krass. Schade, aber ja. So, wo dort oben? Da kommt der wieder. Ich würde einfach noch einen Skillcheck treffen für entschlossene Anfänger. Ja, du gehst nach da, dann trittst du nirgendwo gegen, sondern jagst sie weiter. Okay. So, Doktor, genau. Ah, niemand ist gerade da, um zu retten, ne? Okay. Jagst du mich jetzt, oder? Nee. Okay. Rettet irgendjemand? Ich versuche den halt hier unten so ein bisschen zu beschäftigen, wenn ich nicht gerade gegen die Leichen hier renne. Okay. So, und weiter. Ich denke, jetzt kommt eh der Schlag. Das ist halt kein guter Ort, um gejagt zu werden. So, ja, da folgt mir noch. Oh, das schaffe ich. Wunderbar. Diese Palette werfe ich früh um. Okay. Er zerstört sie. Gut, dann laufe ich weiter. Haben wir unten einen Totem? Ja, ne? Okay, er jagt Michaela. So, ich genese mich und dann heile ich mich direkt. Okay. Michaela genießt auch. Perfekt. Und ich heile mich. Hier ist auch wieder ein Gen. Ja, ich repariere den mal weiter. So, wunderbar. Geheilt.
Okay, ja, entschlossener Anfänger, ne? Ich erkläre vielleicht nochmal ganz kurz das Perk. Oder hatte ich das schon? Also ich muss 3 Skillchecks treffen, dann wird das Perk aktiv und dann sehe ich mapweit alle zurückgehenden Generatoren. Und das gibt mir einfach ungemein viele Informationen, weil ihr habt es jetzt schon gesehen, der Doktor kommt nur an, tritt gegen den Generator und dann wechselt er wieder das Ziel und geht auf andere Leute. Und einfach die Information zu haben, ja, wo hat er denn jetzt gegengetreten? Okay, jetzt ist das Perk aktiv. Anscheinend hat er gerade nirgendwo gegengetreten. Also man sieht alle Generatoren, die zurückgehen. Dann so weiß leuchten. Und so wie es aussieht, keine Ahnung, was da. Doch, dort hinten, der Generator, dort hat er gerade gegengetreten. Yuichi repariert wieder irgendwo. Yuichi hat es reparieren sein gelassen. So, wir sehen jetzt bestimmt, ja, dort den nächsten Generator weiß leuchten. Genau, ne? Der Generator, der Killer, der tritt halt immer dagegen, nur kurz, dann geht er wieder weiter. Und man kann dann einfach hinter seinem Rücken das alles reparieren. Und gerade mit entschlossener Anfänger habe ich jetzt die Information und weiß, okay, der Generator dort hat er mal gegengetreten, dort hat er mal gegengetreten. Das sind 2 Generatoren, die vielleicht Fortschritt haben. Da sollte ich doch vielleicht auch mal rangehen. So, Yuichi repariert auch weiter. Michaela wird gejagt. Jane repariert. Jane repariert, glaube ich, mit Yuichi zusammen. Ja, das ist, glaube ich, der gleiche dort vorne. Die ziehen den beide durch. Ich habe meinen hier unten gleich geschafft. Genau, perfekt. So, und das ist jetzt meiner. Der ist auch durch. Okay. Ich versuche mal... Ja, hier draußen ist meistens keiner. Ich versuche mal irgendwie nach oben zu kommen. Aber da habe ich mich jetzt schon verlaufen. So. Frech. Okay, da hat Yuichi lieber fortgescheucht. Jetzt wird er gleich gegen den Generator treten. Wir kennen ihn. Hallo Jane. Ja, rennt ich immer und läuft weg. Okay. Und ich gehe mal wieder zurück und nerv ihn. Der hat bestimmt irgendwie Ruf der See, Ausbruch, überladen nicht, aber wahrscheinlich sowas in die Richtung. So versessen, wie er danach ist, irgendwie Generatoren zu treten. Nee, kein Ausbruch, also wahrscheinlich wirklich nur Ruf der See. Was könnte er noch haben? Keine Ahnung. Aber das ist halt so die Sache, wenn du dich halt wirklich nur, wenn du wirklich nur kurz Generatoren trittst und dich nicht so viel auf Jagden einlässt, ist halt auch einfach Zeitverschwendung, weil eine Überlebende reicht halt, oder ein Überlebender, den Generator wieder direkt anzufassen und dann sitzt du da und hast halt nichts erreicht. Hast keine Palette, hast keinen Schlag, hast die Überlebenden nicht beschäftigt. Jetzt kommt gleich der Doktor wieder und gleich Noid. Yep. Yep, der Doktor kommt da zumindest. Ob er Noid hat, weiß ich noch nicht. Aber er jagt mich nicht mehr. Runter da und jetzt lauf. Okay. So ein Doktor ist das also. Der schockt immer. Damit man nicht retten kann. Ich habe ihn mal kurz so angeschrien. Na komm, komm doch mit runter. Nee, kommst du nicht? Okay. So, ich würde mal kurz das Tor hier schon mal öffnen. Ich hoffe, Jane lässt sich auch irgendwo... Oh, der hat keinen Ausweg. Das hätten wir eigentlich schon vorher öffnen. Also vorher herausfinden müssen. Das ist nicht gut, dass wir das jetzt erst wissen. So, Yuichi wurde gerettet. Yuichi wird weiter gejagt. Das Tor kann ich halt noch nicht öffnen. Er hat 3 Leute aufgehangen. Okay, es tut mir leid, Yuichi. Ich meine, ich hätte einen Schlag tanken können, aber ich wollte lieber beim Tor bleiben, das zu öffnen. Lauf! Hau ab! Oh, ich dachte, okay, ich habe dich schon nicht geblockt, ich bin jetzt für das Volk. Heil ihn. Aber jetzt liegen 2 Leute. Das war eine Quatschidee. Ah, ich habe mich halt schlecht gefühlt, weil ich hätte ja vorhin jetzt gerade blocken können. Habe ich halt nicht, aber... Michaela öffnet ein Tor. Jane, ja, zieh. Dankeschön. Gut gemacht, aber ich kann nicht... Jetzt kann ich... Okay... So, Michaela ist auch auf dem Weg zur Rettung. Sehr gut. Ich versuche das Tor hier zu öffnen. Oder zumindest
Ja, so weit zu öffnen, wie es geht. Oh, das wird nicht gut. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Das Tor ist noch nicht so weit, Jane. Doch, es ist so weit. Wir kriegen es hin. Puh, ich weiß nicht, ob ich das Tor jetzt öffnen möchte. Die heilen sich dort oben. Sie ist tot. Okay. Jane war eine Heldin. Die hat ihr Leben geopfert für mich. Die anderen beiden sind immerhin dort oben sicher. Und werden jetzt wahrscheinlich zum Tor es schaffen. Okay, krass. Zum Ende hat die Runde nochmal Fahrt aufgenommen. Okay, der Doktor. Ja, der checkt jetzt immer mal, ne? So, und ich bin raus. Ich wollte nur nochmal die Jagdpunkte bekommen. Ich meine, er bekommt ja auch Punkte, wenn er eine Jagd startet. Und ich wollte nicht direkt raus. Und im Zweifel, ja, falls jemand kommt und mich heilt oder es schwierig wird. Aber eigentlich, ja, kann ich raus. Du bist sicher. Super. Und du bist auch sicher. Okay. Ja, der Doktor hat wirklich durch sein Perk-Bild, ne, mit den Generatoren treten. Ich bin mal gespannt, was er dann tatsächlich hatte. Aber dadurch spielst du halt super defensiv und kriegst damit halt auch nicht hin, irgendwie die Leute dir zu holen. Wenn du halt nur die Generatoren priorisierst. Hier Ruf der See hatte der eigentlich als einziges mit und da hat er so oft gegen Generatoren getreten und dann halt nicht weiter gejagt, weil er hat zum Beispiel gegen den Generator getreten, dann mich um die Ecke gesehen. Tja, und was macht er? Mich hat er nicht gejagt, er ist dann wieder umgekehrt. Ich bin wieder hin, hab den Generator angetippt, ne, und allein ich habe dann den Doktor schon so viel Zeit gekostet. Das war schwierig, genau. Kein Ausweg wusste man, das Beste kommt zum Schluss, habe ich nicht wirklich mitbekommen. Und, ja, korrupte Intervention, das wusste man. So, okay. Ansonsten Zündungsverzögerung verkürzt und ja, der hat einen super weiten Strahl. Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!